Na, das versuchen wir ja herauszufinden. Mann, wir wollen unseren Kumpel wieder haben. Das Toupet setzt sich ganz sicher nicht mehr auf. Also weiß ich nicht, was du von mir willst. Lass die Haare transplantieren. Oh ja, das sieht aus, als hätte man neuen Rasen angepflanzt. Besser als gar nicht. Ja, bitte, Quagmire, lass die Haare transplantieren. Komm zu uns zurück. Ihr habt recht, das bin nicht ich. Der Schritt einer Frau darf kahl sein, ein Männerkopf nicht. Ha, na also, das ist ziemlich eklig. Das ist die richtige Einstellung. Oh, Junge, danke, dass ihr mich die letzten paar Wochen ertragen habt. Ich halte ihn für vertrauenswürdig. Er wirft eine Münze und kaut auf einen Zahnstocher. Naja, ich brauche das Geld dringend, aber ich habe keine Sicherheiten für einen Bankkredit. Tu es, Joe. Wenn du noch länger hier arbeitest, wirst du dir kleiner vorkommen als meine Augenfussel. Da ist einer. Ich kann ihn nie genau fixieren. Der versucht immer wegzuschwimmen. Hallo, Augenfussel. Hallo. Hey, wo willst du hin? Ich will weg von deiner Pupille. Du bist überhaupt nicht böse, oder? Nein, ist er nicht. Er ist nur ein armer Kerl, der viel Pech hatte. Ihr habt gut reden. Er kommt nicht aus eurem Schrank und macht ein fieses Gesicht. Das Gesicht mache ich nur, wenn ich nachdenke. Und du zeigst immer auf mich. Ich wollte ein Gespräch mit dir beginnen. Und dann zitterst du so komisch. Ich habe ein Nervenleiden. Chris, es tut mir leid, wenn ich dir Angst eingejagt habe. Aber das ist eine tolle Chance, um neu anzufangen. Nein, ist es nicht. Die anderen kannst du vielleicht reinlegen, aber mich nicht. Fahr zur Hölle! Und, wie ist sie, Peter? Das weiß ich erst, wenn ich mir kurz vorm Einschlafen einen abgeschüttelt habe. Ich glaube, wir nehmen die. Wie heißt sie? Tiefschlummer 3000. Sie kaufen sie auf Amazon, oder? Ja, die haben jetzt sogar Drohnen. Los, Peter, wir müssen vor der Drohne zu Hause sein. Echte Läden sind Kacke. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Hören Sie auf, das haben Sie da reingelegt. Wir hatten Drogen? Oh Mann, warum fahre ich besoffen, wenn ich hätte High fahren können? Ihr Jungs habt eine Menge Ärger am Hals. Zentrale Sheriff Nichols, ich habe hier vier Männer, die unter Verdacht auf Drogenbesitz stehen. Ich beschreibe sie. Ein Afroamerikaner, ein Krüppel, ein Dürrer und ein Hübscher. Ja. Was redest du denn bloß? Er sollte dich gar nicht schlagen. Ich weiß nicht, ob der klar ist, wie ernst die Angelegenheit. Mach die Karte zu. Was? Karte zu, dann weiß er, dass wir soweit sind. Ich lasse Ihnen noch einen Moment. Verdammt nochmal. Es tut mir leid. Oh, verflucht. Siehst du, deshalb weist mich Jeff immer zurecht. Was sagst du, Brenda? Er weist dich nicht zurecht, er verprügelt dich. Also ich verstehe, warum du das glaubst, wegen dem Pfeilchen und so, aber Jeff regt sich einfach wahnsinnig über Immigranten auf. Ich habe alle Papiere, die wir für den Bankmenschen brauchen. Aber ich muss zugeben, ich bin nervös. Wir werden diesen Kredit leicht bekommen, kein Problem. Und wenn du nervös wirst, dann tu, was ich immer tu. Stell dir dein Gegenüber nackt vor. Guten Tag, Mr. und Mrs. Griffin. Ah, nehmen Sie dieses Riesending aus meinem Gesicht. Ich werde Ihren Kreditantrag bearbeiten, also erzählen Sie mir etwas von Ihrem Geschäft. Unser Geschäft sind Kekse. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Wissen Sie, was Geld ist? Ja. Macht's gut, Kinder. Ich gehe trainieren. Du scheinst diese Sache ja wirklich ernst zu nehmen, hä? Na klar, Brian. Warum denn nicht? Naja, du warst bisher nie so der aggressive Typ. Ich meine, sonst bist du so ruhig und kontrolliert. Ja, Brian. Aber als ich in diesen Ring gestiegen bin, ich weiß nicht, da ist was mit mir passiert. Als ob ich ein Ventil gefunden hätte, um diesen tief in mir angestauten Frust endlich abzulassen. Guten Morgen, Jungs. Was habt ihr heute Schönes vor? Ich dachte, wir beginnen mit einem kräftigen Powerwalk durch die Nachbarschaft. Warte. Ich dachte, wir gucken Two and a Half Men und futtern Bierschinken von unserem Bauch runter. Charlie Sheen sollte Ashton Kutcher umbringen. Was? Wir können so viele Erfahrungen sammeln. Wusstest du, dass es im Cohog-Museum einen interaktiven Bildschirm über die Geschichte des Textilviertels gibt? Hey, Peter. Hey, Mann. Hola, cha-cha, hi. Peter? Ich weiß nicht, es liegt an diesem Haus. Ich muss aus diesem Haus raus. Mann, der hätte es total aufgekratzt. Ich weiß, das letzte Mal war er so drauf, als er die Einzellooping-Achterbahn entdeckt hat. Nicht so gut. Ah, alles, was er sagt, ergibt Sinn. Ich weiß, er ist ein Visionär, wie Gandhi oder Mozart oder Picasso. Meine Damen und Herren, mein neuestes Werk. Ich weiß, es sieht etwas verwirrend aus, aber sehen Sie genau hin. Wenn ich das hier nach unten verschiebe und das hier darüber und das hier ein Stück rauf, weiß schon jemand, wer es ist? Nein? Okay, was, wenn ich das hierher schiebe und das hier rauf und es ist Diane Wiest. Inwiefern? Der Dad von Lois ist stinkreich. Wahrscheinlich könntest du dir dein Schweigen sauteuer bezahlen lassen. Ja, du könntest da fett Kohle rauspressen. Oh,
So habe ich das noch nie gesehen. Das meint ihr nicht ernst? Das ist unmoralisch. Brian, das interessiert keinen. Peter, du könntest ihn versklaven. Oh Mann, das wird ihn noch mehr nerven als Sitcom-Zweiteiler. Alf, es ist 20.29 Uhr. Jetzt bring die Katze um oder lass es. Halt! Jetzt muss ich eine Woche warten, um zu erfahren, ob er seinen Saft kriegt oder nicht. Hallo? Ist das Rollenspiel schon vorbei? Ja, aber wir zwei Hübschen können gern zum Vorspiel übergehen. Mrs. Griffin, was wollen Sie... Du darfst Mystique zu mir sagen. Mrs. Griffin, das ist nicht gut. So, so, was sagt man dazu? Dein Freund verstößt nicht nur gegen seinen Vertrag, sondern stößt auch meine Frau. Meg, ich habe überhaupt nichts gemacht. Mrs. Griffin hat nur... Oh, sie verbiegen ihn. Er ist nicht nur ein reizender neuer Freund für die Familie. Der Typ soll dich ablösen. Ach Quatsch, das ist lächerlich. Du wirst alt, Brian, und das wissen sie. Du bist ein Covergirl, das aus der Mode gekommen ist. So wie Carol Ault. Genau, du bist Carol Ault. Ich höre mir das nicht länger an. Bitteschön, denk, was du willst. Alterndes Supermodel Carol Ault. Carol, komm mal rüber. Die haben deinen Namen bei Family Man gesagt. Was? Hä? Was? Hä? Was? Hab's vergessen. Wiedersehen. Machen Sie's gut. Schönen Tag noch. Was machen wir jetzt? Schnell, in den Wäschewagen. Komm jetzt, geh endlich runter da, du alter Sack. Ah, bitteschön. Stewie, was machst du da? Eine coole Sau sein. Moment, du bist nicht in der Verfassung, um zu fahren. Ich kann locker fahren, super locker. Du, ich bestehe alle Tests. Guck, ich kann meine Nase berühren. Was, das ist nicht der Flughafen. Oh mein Gott, Rupert, wir müssen hier weg. Verdammt! Oh nein, nein, Baby, hingefallen. Ist das Consuela? Baby ganz allein auf Straße. Ich bringe ein Baby heim. Ich bin Stewie. Kennen Sie mich nicht mehr? Sie haben bei uns geputzt. Wir haben immer verlangt, dass Sie auf das Klo an der Tanke gehen. Wir haben gestern noch eine gekriegt, aber irgend so ein Fettsack hat die Sprungfedern ruiniert. Also haben wir unser Essen draufgestellt. Meine Matratze. Wir haben sie gefunden. Klasse, holen wir sie hier raus. Ich muss euch sagen, ich freue mich voll, dass wir sie gefunden haben. So wie ich meinen Thrill am Blueberry Hill gefunden habe. Das war's? Nur ein paar Blaubeersträucher? Da vögeln zwei Hunde. Ja, das war den 4 Stunden Flug wert. Ich weiß nicht, Peter, aber es muss etwas Besonderes sein. Ich meine, überleg mal, wie die sich fühlen. Immerhin warst du bereit, für Stryker von einer Klippe zu springen. Tja, sie haben nicht Ja gesagt, aber auch nicht Nein. Du hast recht. Danke, Lois. Denn jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe. Du meine Güte, der eingeölte taube Kerl läuft rückwärts auf den brennenden Laster zu. Oh, das Öl brennt so furchtbar. Ich kann nichts hören. Alter Schwede, bin ich spät dran. Ach, komm schon, Mathe, du Arsch. Da seht ihr mal, wie gut euer Restaurant ist. Wäre es Joeys Restaurant gewesen, hättest du bezahlt. Ma, es tut mir leid, Ma. Ma! Ich kann's einfach nicht glauben. Die fanden uns kacke. Tja, Freunde, wir haben unser Bestes gegeben. Wenn ihr mich braucht, ich bin wieder in Palm Springs, das mittlerweile komplett von den Schwulen übernommen wurde. Peter, ich bin's, Pickle. Hör zu, es tut mir leid, dass ich vorhin so gemein war. Helfer! Peter! Ach du liebe Zeit, Peter, alles okay? Diese Bücher waren schon hier unten, ich bin kein Nerd. Oh mein Gott, wir müssen das Bein gerade richten und dich ins Krankenhaus bringen. Ah, cool, das ist der Laden mit den ganzen Ghostbuster-Autos. Ich habe vielleicht einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich habe meine Tochter verlassen. Wieso habe ich meine einzige Tochter weggegeben? Oh mein Gott. Quagmire kriegt sie schon wieder ein. Das soll uns nicht den Abend vermiesen. Genießen wir die Stripperinnen. Absolut. Aber ich finde, Dida nimmt ihren Job zu ernst. Ihr Jungs seid sehr ungezogen. Das bedeutet, ihr bekommt extra Hausaufgaben. Es tut mir leid, dass ich dich angemotzt habe. Du hattest völlig recht, Meg zu kritisieren. Sie besteht nicht mal diesen einfachen Test. Sie ist jetzt da unten und macht ein Nickerchen unter Wasser. Dann rette sie, verdammt!
Wir sollten sie lieber ins Krankenhaus bringen. Sie sieht gar nicht gut aus. Sie sieht schlechter aus als Andy Garcia, als er noch einen siamesischen... Aggressionen loszuwerden, da dachte ich, wir könnten verfaulte Äpfel auf vorbeifahrende Autos werfen. Oh, der Wetterbericht hat nichts von braunen Äpfeln gesagt. Tja, war dringend nötig. Wow, darf ich jetzt auch mal? Jungs, bei Bonnie haben die Wehen eingesetzt. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Schnell, Peter, hol den Wagen. Ich will aber keine Schwangeren-Sauerei auf meinem Rücksitz haben. Und das sagt der Mann, der sich bei der Testfahrt mit dem Sportwagen die Hosen vollgeschissen hat. Den will ich nicht. Kannst du mir Joghurt besorgen? Ist der Joghurt-Shop noch offen? Kann man Joghurt telefonisch bestellen? Hör auf, das zu sagen. Was ist der beste Fruchtjoghurt? Wer kann mir eine schöne Joghurtpackung verpassen? Wenn du das nochmal so sagst, ersäuf ich dich. Joghurt. Ah, siehst du, du machst überhaupt nichts. Hey, Brian, bin ich nicht ein braver kleiner Kerl? Hören Sie, Doc, gibt's eine Chance, dass Sie das Ding von meinem Hals entfernen? Nun ja, Ihre Organe sind mit den seinen verbunden. Das wäre ein sehr gefährlicher Eingriff. Sie könnten sterben. Wenn Sie allerdings überleben, dürfen Sie sich jeden Preis aus diesem Regal nehmen. Auch den kleinen Flipperautomaten? Oh, der sollte nicht dort stehen. Hören Sie, Sie müssen diesen Eingriff durchführen, okay? Es ist mir egal, ob ich sterbe. Ich meine, vielleicht werde ich in meinem nächsten Leben als Airbag wiedergeboren. Ach, diese Typen. Was wollen die Loser von mir? Loser? Das sind deine Freunde. Das sind Luschen. Die haben noch nie eine E-Zigarette auf eine Beerdigung gedampft. Hey, Peter. Was hast du heute Abend vor? Wir gucken zu, wie Cleveland eine Tonne Münzen in den Münzwechselautomaten schüttet. Manchmal akzeptiert er meine Knöpfe. Danke, Jungs, aber das schaffe ich nicht. Ich lass mich nachbeschneiden. Bin nächste Woche auf einer Hochzeit, da muss es sauber aussehen. Wow, seht euch das an. Kaum zu glauben, dass wir das mit einem Spiel verdient haben. Ja, es macht mir viel Spaß, so viel Geld anzufassen und dabei mein Auge zu reiben. Jerome, noch eine Runde für meine verschwommenen Freunde. Wir haben eine geile Sache am Laufen. Es muss nur geheim bleiben, dass Chris so viel drauf hat. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Unsere Top-Story. Das Baseballteam der James Woods High School nimmt an den Bezirksmeisterschaften teil, dank ihrer Geheimwaffe, dem Meisterpitcher Chris Griffin. Okay, keine Panik, Brian, die werden dich nicht austauschen. Aber es kann trotzdem nicht schaden, sie daran zu erinnern, wie gern sie dich in der Familie haben. Hey, Kumpel! Och, hey! Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Das Leben rauscht manchmal so schnell vorbei, dass man das Wichtigste daran vergisst, es zu teilen. Oh. Weißt du, Chris, du bedeutest mir viel. Und wenn es jemals etwas gibt, worüber du reden möchtest oder du einfach nur Gesellschaft brauchst, bin ich für dich da. Gott nochmal, Chris, du bist jetzt in der Highschool. Hör auf, von dem bösen Affen zu reden. Den gibt es nicht. Klar gibt's den. Ich kann's beweisen. Da musst du dich aber besser anstellen als im Naturkundetest. Oder besser als Gott, als er das Gesicht von Alan Barkin zu lang gebügelt hat. Oh, verdammt. Wie sieht's aus? Wir schicken dich in die 80er. Da gehst du als sexy durch. Steig in den Van mit Kelly McGillis. Nächster Halt, Hollywood. Ah, da bist du ja, Stewie. Hey, Sie sind ein Hochstapler, wissen Sie das? Komm mit, Stewie, deine Mom und ich, wir haben was für dich. Lass mich raten, wahrscheinlich habt ihr wieder so eine bunte Schachtel mit einer Kurbel gefunden, die ich drehen und drehen soll, bis ups, oh Schreck, eine Puppe rausspringt. Ihr lacht und die Kinder lachen und der Hund lacht und ich bin innerlich zutiefst verletzt. Wozu sollte denn dieser ganze Schwachsinn gut sein? Au, das Teil schießt nur auf einen. Wir werden dieses Gespräch heute Abend fortsetzen, junger Mann. Eine Frau ist nun mal kein Objekt. Deine Mutter hat recht. Hör gefälligst zu, was es sagt. Peter! Ich hab das nicht gesagt. Das war Lee Majors. Was? Eine Frau ist eine Sache. Du meine Güte! Da ist Mr. Fargus. Das war mein Lieblingslehrer. Als mir klar wurde, dass dein echter Vater ein irischer Säufer war, bin ich nach Mexiko gefahren, um die Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Aber Gott hatte andere Pläne. Und so wurdest du dort geboren. Du warst wunderschön und ich habe dich sofort geliebt. Als ich wieder nach Hause kam, hatte ich solche Angst davor, dass die Leute mich verachten würden, dass ich den Papierkram für deine Geburtsurkunde niemals ausgefüllt habe. Chief, haben Sie kurz Zeit? Ja,
Aber zuerst sagen Sie, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Mann bisexuell oder homosexuell ist. Klar, Chief. Danke. Einen riesigen. Worum geht's? Nun, Chief, ich bin hier, weil ich den Briggs-Fall übernehmen möchte. Völlig ausgeschlossen. Kommen Sie, Chief. Ich weiß alles über Briggs. Ich bin der Einzige, der ihn schnappen kann. Nein, Swanson, Sie sind zu nah dran. Ich gebe den Fall Grant und Casey, weil sie nichts damit zu tun haben und sich auch nicht im geringsten dafür interessieren. Hey, Stewie. Hey, was gibt's? Hast du dir gerade Rollerblades angesehen? Was? Nein. Ja, na und? Was willst du? Hör zu, ich war vorhin im Krankenhaus und hab was Furchtbares gehört. Oh, bitte, sag nicht, dass es eine sexistische Bemerkung war, weil das ist nicht okay. Diese Krankenschwestern reißen sich den Arsch auf, sie wiegen Menschen und messen nach, wie groß sie sind. Ein Arzt hat zu Carter gesagt, dass er noch 2 Wochen zu leben hat. Was? Bist du sicher? Ich hab ihn selbst gesehen. Tut mir leid, Quagmire. Polizeigrundsatz. Wir können erst einschreiten, wenn es zu spät ist. Aber du könntest eine Intervention veranstalten. Was ist das? Sowas wie eine Überraschungsparty. Nur gibt es anstelle von Kuchen und Geschenken böse Briefe und jemanden, der sich auf unangemessene Weise in den Vordergrund drängt. Das klingt ja voll geil. Ich wette, bei sowas würde ich dermaßen brillieren. Leck mich. Viel Spaß mit deinem kleinen Roboter. Aber ich finde das irritierender, als nach einem Rote-Bete-Salat kacken zu gehen. Ah! Oh Mann, Meg. Ich würde gern mehr mit dir anstellen, als nur rumzuknutschen. Ich weiß, es geht mir ja genauso, aber wir haben uns dazu entschieden, enthaltsam zu sein. Obwohl, es gibt Möglichkeiten, wie wir unseren Schwur halten und trotzdem mehr machen können. Du hast recht. Denkst du dasselbe, was ich denke? Aha. Mein Gott, wisst ihr, was das bedeutet? Ihr seid alle Komplizen bei einem Ausbruch. Sie hat recht, wir fliehen vor dem Gesetz. Sag mal, was ist denn mit dir los? Ich bin ein Hund, ich habe Schwierigkeiten, in einem Fahrzeug stehen zu bleiben. Oh. Dann sind wir eben Flüchtlinge, aber wenigstens ist die Familie wieder zusammen. Wo fahren wir bloß hin? Beruhige dich. Ich sag euch, was wir tun. Egal, wo dieser Lieferwagen anhält, dort beginnen wir unser neues Leben. Wir werden uns ganz einfach perfekt der Umgebung anpassen. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass Peter und Carter viel Zeit miteinander verbringen. Schön, dass sie sich angefreundet haben. Tja, wer hätte das gedacht, was? Freu ich mich, wenn der zu Hause steht. Ich kann einfach nicht über The Big Bang Theory lachen und ich glaube, es liegt am Fernseher. Auf einem Schirm in der Größe werden die mich so zum Lachen bringen, dass mir der Rotz aus der Nase fliegt. Carter, wo tragt ihr unseren Fernseher hin? Ich hab ihn Peter geschenkt. Was? Wieso? Ja, wieso, Carter? Dad, bitte tu das nicht. Du kannst ihn nicht zwingen, mich zu heiraten. Ich will nur mit ihm reden. Warum hast du eine Waffe? Ich will nur mit ihm reden. Dad, das ist doch lächerlich. Ich will nur tu mit ihm Ding reden. Wieder in den ich will nur mit ihm reden. Dad, ich will nur mit dich, ihm reden. Das war nicht seine ich Schuld, will ihn das nur war abknallen. Keine Absicht. Ich will nur du mit ihm reden. Nicht umbringen. Oh Gott, was haben Sie vor? Wir sind direkt auf Kurs, Leute. Gib mir noch ein Bier. Ach, das sind die seltenen Momente. Wir vier hier draußen auf See, Meilen entfernt von der Zivilisation und wir saufen Bier. Ist die Ewigkeit an. Hey, Freunde, ich habe eine Frage. Angenommen, keiner von uns wäre verheiratet und könnte jede Frau auf der Welt haben. Wer wäre das? Muriel Hemingway. Finde ich aber keine auf. Besonders wirklich? Gute die Wahl. Wirkt so. Zwei Hammelkeulen, bitte. Oh, die Herrschaften wünschen, die Schenkel eines demütigen Schafes zu schmausen. Hör mal zu, du Penner, wir gucken zufällig nicht Frasier. Gib uns schon 2 Hammelkeulen. Vielen Dank. Hört zu, hier liegt ein Irrtum vor. Ich will euren Vater nicht verhaften. Ehrlich? Ja, Kleiner. Ich bin hier, um euch zu sagen, was für ein toller Kerl euer Vater ist. Und wie hart er für euch alle arbeitet. Moment, Sie lassen mich laufen? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich verstehe es selbst nicht. Das Gesetz verlangt zwar, dass ich Sie verhafte, aber manchmal ist das Gesetz nichts als ein Stück Papier. Es gibt richtig, es gibt falsch. Und irgendwo dazwischen findet das Leben statt. Gott, wie konnten wir diese lächerlichen Klamotten für einen Club kaufen, der gleich wieder zumacht? Ich bitte dich, wir hatten 72 Stunden lang Erfolg. In dieser Branche kann man nicht viel mehr erwarten. Außerdem habe ich bereits einen neuen Club eröffnet, der noch exklusiver ist als der hier. Wirklich? Wo ist der? Brian, er ist so exklusiv, dass er nicht mal eine Location hat. Er ist hier drin, in meinem Herzen. Ich glaube, zu diesem Beat können wir alle tanzen. Wow, das erfüllt mich mit seltsamer Freude. Babs, ich brauche dich. Dich zu betrügen war der schlimmste Fehler meines Lebens. Ich kniee vor dir mit ängstlicher Seele als gebrochener Mann. Ein Mann, der nichts ohne dich hat. Gib mir noch eine Chance. Und ich schwöre dir, ich werde nichts über dich stellen, nicht einmal mich. Für den Rest meines Lebens. Und für die Ewigkeit. Bitte. Ich flehe dich an.
Jetzt verabschiedest du dich wohl von der Immobilienbranche. Ja, da ging es härter zu, als ich dachte. Oh ja, es ist nicht leicht, Makler zu sein. Du musst in der Lage sein, Badezimmer zu zählen. Ich habe mal einen Immobilienmakler beim Schach besiegt. Ich, ein stadtbekannter Vollidiot. Sieh es ein, du hast im simpelsten Job der Welt versagt. Oh, kommt, Leute, seid nett zu mir. Ich hatte einen harten Tag. Dein Tag war hart? Ich sag euch mal, was ich für einen Tag hatte. Die Kugeln haben sie erwischt. Oh nein, es waren nicht die Kugeln. Die Schönheit tötete das Biest. Das ist deine Chance, Brian. Nimm sie dir. Oh, zu spät. Nein, noch nicht. Aber ich kann Ihnen versichern, ich bin unschuldig. Oh, nee. Ich habe meinem Sohn diese Magazine nicht gegeben, sondern das war meine Frau Lois. Lois? Vater? Was du getan hast, war unverzeihlich. Und so schön deine Worte auch sind, ich weiß nicht, ob sie das Geschehene wieder gut machen können. Ich weiß, das geht nicht über Nacht, aber wir können noch viele Jahre miteinander verbringen. Bitte. Also dann, Leute, das Beste für euren Körper nach einer Massage sind heißer Kaffee, Alkohol und Mini-Salamis. Oh, Dad, ich bin froh, dass du kommst. Ich muss dich dringend was fragen. Was gibt's denn, Chris? Na ja, heute im Sportunterricht habe ich gemerkt, dass einer meiner Hoden in meinem Körper raufgewandert ist und der ist noch nicht wieder rausgekommen. Und ich habe ein bisschen Angst. Gut, Lois, ich habe Hunger. Hol deine Brüste raus. Augenblick mal, die könnten vergiftet sein. Ich bin nicht blöd. Brian, du kostest vor. Was? Los, vorkosten, du bist das Meerschweinchen. Los, er hat eine Waffe. Ich werde selber vorkosten, wie wäre das? Ich weiß nicht, er hat mich gebeten und ich finde, wir sollten tun, was er na sagt. Ja schon, aber ich Brian... Ich bin absolut bereit, das für die Familie zu tun. Ich bin nicht sicher. Ich kann's tun. Hallo, ihr Griffins, ich wollte... Oh mein Scheiße. Gott! Stewie? Du hast ihn umgebracht, er ist tot. Oh mein Gott, was sollen wir nur tun, der arme Cleveland? Ist schon gut, Lois, er ist jetzt im Himmel. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie einen Kreditkartenabzug von mir brauchen. Das haben wir hier neu eingeführt. Den Typen vor mir haben Sie auch nicht gefragt. Wir haben es ganz neu eingeführt. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe eine von meiner Bank. Aha, kann man mit der Meilen sammeln? Ja, für die Strecke hierauf bekomme ich einen Toaster aus Massivgold. Die Polizei wird schon bald das Verschwinden von Cleveland bemerken. Ein Schwarzer verschollen, mein Gott, die Medien werden sich darauf stürzen. Na schön, wenn mir auch nur ein Bulle folgt, dann ist die Töle hier tot. Steig ein! Tempo! Fahr! Oh, da ist Joe. Sag Joe, ich finde dich cool. Joe, ich finde dich cool. Oh, vielen Dank, Brian. Da wird mir der Rest der Gartenarbeit jetzt leicht von der Hand gehen. War nur ein Witz, du bist kacke. Schwuchtel. Schwuchtel. Ah, und meine gute Laune ist dahin. Damit kommst du nicht durch, mich zu entführen, ist schlimm genug, aber du hast Cleveland ermordet. Du vergisst, dass ich derjenige bin, der die Waffe hat. Und du wirst genau das tun, was ich dir sage. Darf ich fragen, wo wir hinfahren? Das wirst du noch früh genug erfahren. Die Welt wird es noch früh genug erfahren. Hey, wisst ihr, was wir tun sollten, solange wir gefesselt hier rumsitzen? Was? Wir sollten uns ein total bescheuertes Gerücht über einen Promi ausdenken. Und dann, wenn wir hier rauskommen, verbreiten wir es so weit wir können. Das hört sich witzig an. Das hört sich wirklich witzig an. Gut, fang einfach mal an. Okay, wie wär's damit? Hey, habt ihr das von Rob Schneider gehört? Jemand hat erzählt, er geht immer runter zum Baumarkt und bezahlt die Gastarbeiter, dass sie zu ihm nach Hause kommen und ihn unter der Dusche würgen, während er masturbiert. Das würde ich glauben, das traue ich ihm zu. Also ich finde es abstoßend, dass Rob Schneider so etwas tut. Ja, ist das nicht eine ekelhafte Vorstellung? Ja, wir haben ein Gerücht erfunden. Moment mal, Chris, hast du gerade eben geklatscht? Ja. Deine Hände sind frei? Ja. Stewie hat dir nicht die Hände gefesselt? Nein, er hat's wohl vergessen. Dir ist klar, dass wir bereits seit 14 Stunden hier sitzen. Tja, du kannst gern rummeckern. Aber ich habe die Zeit mit der Familie genossen. Was ist? Was hast du getan? Du hast mich fast erschossen, du dumme Sau. Aber nur, weil du geschrien hast. Zuerst hast du geschossen, deswegen habe ich geschrien. Deswegen habe ich geschrien. Ich hab dich im Auge, Bürschchen. Wir müssen hier irgendetwas finden, das uns verrät, wo Stewie hingefahren ist.
seht euch nur alle diese coolen Sachen an. Mann, was glaubt ihr, wozu die Dinger gut sind? Ha, das Ding macht überhaupt nichts. Das finde ich merkwürdig. Ah! Oh mein Gott, Peter, du bist ich? Heilige Scheiße. Boah, ist ja heiß. Quietsch, quietsch. Was macht das hier? Admiral, es gibt Wale hier. Gut, hier reinpacken. Die CIA? Was zum Teufel machen wir hier? Du brauchst eine CIA-Identität. Wie soll dein Deckname lauten? Was redest du da? Ich werde nicht... Such dir Namen aus, Arschloch! Willem Dafoe. Oh Gott, nein, den nicht. Ich hatte mal einen Willem Dafoe, der unter meinem Bett gelebt hat. Hey, schläfst du schon? Nein. Wollt's nur wissen. Bilde ich mir das ein oder sieht David Ortiz genauso aus wie die Mom aus Good Times? Oh, Peter, das ist rassistisch. Nein, guck mal. Ich nehm's zurück. Das ist nicht rassistisch, das ist korrekt. Hey, Jungs, ratet mal, wer die Schlüssel zu einem Motorboot hat, das unten vor dem Revier steht. Woher hast du ein Motorboot? Tja, ist eine lustige Geschichte. Das war eine lustige Geschichte. Vor allem die lustige Stelle drin. Du hast dein Versprechen wirklich gehalten. Na dann, wer hat Bock auf Wasserskifahren? Keiner Scheiß. Super! Ja, nichts wie los. Oh, das klingt aufregend. Ich liebe Boote. Boote sind mein Ding. Alles, mit dem man aufs offene Meer kommt, die salzige Luft genießt und ups, sie sind weg. Der Zoom ist nicht weit genug. Aber du darfst nicht mit. Guten Abend, Cohawk. Muss nur noch parken. Bin gleich da. Unsere Top-Story. Die Behörden haben einen Medikamentenschmuggelring der Mafia aufgedeckt. Die Spur führt zu Goldmans Apotheke. Dabei haben gefälschte Rezepte eine Rolle gespielt, die auf Tote ausgestellt wurden. Der Apothekermord Goldman hat sich bisher dem Zugriff der Behörden entzogen. Wer ihn dingfest macht, erhält $10,000 Belohnung. $10,000? Das ist eine Menge. Und es könnte unser Geld sein. Wir könnten Mord finden. Ganz leicht. Und wir haben nichts mehr zusammen gemacht seit unserer verwirrenden Zwei-Gastgeber-Talkshow. Also, Chris Pratt, Sie haben einen neuen Film rausgebracht. Also, Chris, Sie sind aus Seattle. Chris, wie war es, mit Amy Poehler zu arbeiten? Hallo, Chris, können Sie uns was über Guardians 3 verraten? Chris! 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 Mehr Chris Zeit Pratt, haben wir leider nicht mit Chris Pratt. Spielt uns raus, multiethnische moderne Band. Gäste der Brian Griffin Show wohnen im W Times Square. Wasserskifahren! Geil. Wasser sitzen! Du musst nach rechts einschlagen. Nein, nein, es ist andersrum. Du musst links einschlagen. Ich weiß, wie man fährt. Hört auf, uns anzuglotzen! Vielleicht gehen wir heute doch nicht Wasserskifahren. Schnauze, Joe! Hey, soll ich Ihnen helfen? Das mache ich immer. Fick dich und steig zu deiner Alten ins Auto. Wenn du rückwärts fährst, ist alles genau entgegengesetzt. Ach wirklich? Danke, Herr Fahrlehrer. Ich habe das Gefühl, alle, die zugucken, wissen, dass ich meine Frau sexuell nicht befriedigen kann. Jetzt musst du einschlagen. Schlag doch ein! Nein, andersrum! Oh, Kacke, wir kommen ins Internet. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir sollten dich ein bisschen füttern, Mister. Als ich dir gestern Müsli auf den Mund gestreut habe, hast du kaum was gegessen. Brian? Oh, hey.
Was zum Teufel machst du? Ach, ich habe Rupert nur ein bisschen als Kauspielzeug benutzt. Hast du Zähne zwischen den Beinen? Hey, Hunde, Vögel, ausgestopfte Tiere gern. Du hast doch gesagt, ich kann Rupert haben. Ich dachte, du magst Oscar lieber. Ich habe gerade meine Meinung geändert. Und du weißt, dass Rupert ein Kerl ist, du Schwuchteltöhle. Gut, wo sollten wir anfangen, nach Glenn zu suchen? Tja, manchmal hängt Quagmire unter dem ganzen Gerümpel in meiner Garage rum. Also, warum fangen wir nicht an, Sachen zu sortieren und Sachen wegzuwerfen? Aber nicht ohne mich zu fragen, bevor wir die Sachen wegwerfen. Kein Problem, Peter. Wenn du da drin bist, halt durch, Kumpel. Wir retten dich. Und für den Fall, dass wir ihn hier nicht finden sollten, dann hängt er manchmal gern zwischen den Grashalmen auf meinem Rasen rum. Oder auch im Feuerholz, das gehackt werden muss. Und unter dem Laub in der Regenrinne? Gute Frage. Ja, da könnte er auch sein. Und während ihr euch um das hier kümmert, schieße ich mit meinem Hockeyschläger Pinienzapfen gegen einen Baumstamm. Oh mein Gott, das ist hoffnungslos. Wir suchen bereits seit Stunden. Glenn ist vielleicht schon längst tot. Ich weiß, und wenn ihr auch Hunger habt, dann könnte ich was vertragen. Wir dürfen nicht aufgeben. Jemand muss Quagmire gesehen haben, und wenn nicht ihn, dann vielleicht Sonja. Entschuldigung, sagten Sie gerade Sonja? Ja, allerdings. So hat mein Hund geheißen. Entschuldigung, hat er gerade Sonja gesagt? Ja, so hieß sein Hund. Oh, ich dachte, er redet vielleicht von dieser perversen Frau, die immer hier rumhängt und Typen in ihr Sexsklavenversteck verschleppt. Nein, ich glaube, er hat von seinem Hund geredet. Nein, Peter, das ist die Sonja, die wir suchen. Sonja muss Glenn entführt haben. Wo genau ist dieses Sexsklavenversteck? Angeblich hat sie einen Lagerraum bei Quahog Storage angemietet. Die sollen totaler Psycho sein. Wir müssen da sofort hin. Kommt schon, Leute, Abmarsch! Ich hoffe, dass wir die nicht bei irgendwas Perversem erwischen. Es hat mich schon fertig gemacht, dass ich den Eskimo beim Masturbieren überrascht habe. Es gibt Essen, Tickaloo. Oh mein Gott! Klopft hier keiner mehr an? Hey, Stewie, ich wollte mich wegen vorhin bei dir entschuldigen. Was wird das hier? Brian, ich glaube, es ist Zeit, dass Rupert sich entscheidet. Wovon redest du bitte? Ich rede von Liebe, Brian. Von erwachsenen Entscheidungen. Rupert hatte was mit mir und er hatte was mit dir. Nun muss er seine Wahl treffen. Das ist dämlich, da mache ich nicht mit. Na schön, Rupert, wer soll es werden? Und bevor du antwortest, denk an alles, was wir Schönes erlebt haben. Ja! Oh mein Gott, Rupert, es tut mir alles so furchtbar leid. Du hast mir auch gefehlt. Ist mir recht. Hey, bist du mit der Tintenfischpuppe durch? Wir bleiben für immer zusammen, Rupert. Ich hoffe nur, Oscar verkraftet das irgendwie. Das ist es, Nummer 92. Das ist Sonjas Lagerraum. Quagmire, bist du da drin? Er isst gerade. Wir kommen, wenn du fertig gegessen hast. Glenn, schnell, sie kommt gleich wieder. Ich kann nicht glauben, dass der Typ beim Empfang mit dem Pferdeschwanz und dem Tattoo im Gesicht sowas passieren lässt. Sieh einer an. Wir haben Gesellschaft. Keinen Schritt weiter. Bitte. Glaubt ihr, ich habe Angst vor euch? Wenn du je aufstehen solltest, wäre das ein guter Zeitpunkt, Joe. Haltet alle die Klappe! Ihr Idioten hättet euch nicht in meine Angelegenheiten mischen sollen. Das ist unsere Angelegenheit. Glenn ist ein Freund. Sie kommen in den Knast. Wenn du noch näher kommst, dann knall ich dich ab! Ich glaube nicht, dass sie auf mich schießen. Sie haben nicht die Möpse dazu. Was? Ja, das ist... Also, geben Sie mir die Waffe, Sonja. Oh, ich schwör's bei Gott, noch einen Zentimeter näher und ich knall dich ab! Ich sagte, sie kommen in den Knast. Oh mein Gott, Joe, das war echt knapp. Wie wusstest du, dass die Waffe klemmt? Sie hat nicht geklemmt, Peter. Die Waffe war nie geladen. Ich hatte im April einen Nervenzusammenbruch. Keine Kugeln mehr für diesen Kerl. Oh, Glenn, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Geht's dir gut? Nein, nein, ich bin komplett und völlig am Arsch. Tja, ich glaube, jetzt passt es irgendwie ganz gut rein. Glückwunsch zum Geburtstag, Joe. Du Wichser. Danke für eure Hilfe, Jungs. Ohne euch wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben. Hey, gern geschehen, Kumpel. Du hättest dasselbe für uns getan, Quagmire. Mir ist dadurch jedenfalls klar geworden, was für mich wichtig in einer Beziehung ist. Ich muss der Perversere sein. Wir sind einfach froh, dich wieder zu haben, Quagmire. Ja, schön, dass wir alle Probleme ausgeräumt haben. Mein Dad bekommt ein Kind von mir. Nun denn, Rupert, ich habe keine andere Wahl. Ich werde Winnie so viele schlimme Neuigkeiten über Italo-Amerikaner präsentieren, dass er einen Herzstillstand erleidet.
Winnie, da bist du ja. Ich habe furchtbare Neuigkeiten. Sal Annunzios Sohn ist von einem herabstürzenden Klavier erschlagen worden. Oh, wie konnte das passieren? Er war so ein kluger Junge. Er hat sich gerade an der Uni von Albany beworben. Er ist dort sogar gerade aufgenommen worden. Oh, das ist zu viel, Stewie. Das ertrage ich nicht. Oh mein Gott, es funktioniert. Hey, Winnie, Bobby Lamaduros Sohn ist gerade aus dem Krankenhaus rausgekommen. Er hat den Krebs besiegt. Oh, dem Himmel sei Dank. Der große Mann in den Wolken weiß, was er tut. Chris, was soll der Scheiß? Sag noch einmal Freak zu mir! Hey, Garfield, wie wär's mal mit einem Witz, der nicht über Lasagne geht? Stewie, warum die Wasserspiele? Ich habe gerade durchgerechnet, wie viel wir für meine Windeln bezahlen. Hey, Kleiner, hör auf zu heulen, sonst kriegt deine Hose noch Falten. Was ist los? Schön. Du möchtest wissen, was los ist? Du bist los. Alle in der Familie finden dich so beschissen toll, dass sie Brian komplett vergessen haben. Ich finde dich nicht so toll. Ich werde Brian nie vergessen. Er war mein bester Freund. In meinem Alter sollte man seinen besten Freund nicht verlieren. Man sollte ihn niemals verlieren. Hör zu, Stewie. Auch wenn sich das nicht so anfühlt, aber du wirst drüber wegkommen. Klar, woher willst du das wissen? Weil mir auch mal so Zeug passiert ist. Wirklich? Genau das passiert mir. Zeug. Bevor ihr mich gekauft habt, habe ich bei einem alten Mann namens Leo gelebt. Wir waren zu zweit in einer winzigen Wohnung und wir standen uns ziemlich nahe. Er hat mir die Welt bedeutet. Und als er damals gestorben ist, war das ziemlich heftig. Und wie ist er gestorben? Er wollte einen Yogakurs machen und bei der ersten Position ist ihm sein Eiersack aufgeplatzt. Wirklich? Ja, war im Fernsehen, war eine Riesengeschichte. Jedenfalls denke ich, dass Leo sowas wie dein Brian war. Und wie hast du es überwunden? Naja, deine Familie war im Zoogeschäft. Als ich gesehen habe, dass ihr einen Hund sucht, habe ich gespürt, dass ihr gerade denselben Verlust durchmachen müsst wie ich. Und da habe ich mir gedacht, hey, vielleicht war es mir bestimmt, euch zu finden. Und uns war es bestimmt, zusammen zu sein. Weißt du was, Winnie? Ich fange an zu glauben, dass du recht hast. Dann komm her, Stewie. Hey, Stewie, jetzt wo wir Kumpels sind, könntest du mir was verraten? Warum riecht euer Wohnzimmer so krass nach Kotze? Hat sich da mal jemand übergeben? Winnie, mein Freund, es gibt viele Geschichten, die du erfahren musst. Die meisten habe ich auf DVD. Oh, cool. Du meinst so staffelweise? Nein, nicht staffelweise. Ich weiß wirklich nicht, wann Stewie das letzte Mal so früh eingeschlafen ist. Tja, ich glaube, der Kleine hatte einen langen Tag. Na schön, komm mit. Zeit fürs Bett, Winnie. Ich sag Peter, dass er das Nachtlicht ausschalten soll. Nein, ich brauche es. Vielleicht kommen Hexen. Soll ich dir was sagen, Lois? Ich glaube, ich schlafe heute Nacht hier bei Stewie. Das ist aber lieb von dir. Schlaft gut, ihr zwei. Gute Nacht, Winnie. Gute Nacht, Stewie. Wisst ihr, in welchem Zimmer Peter schläft? Den Gang runter. Ah, da drin ist es so hell, vergesst es. Wow, eine tolle Nacht. Deine Eiweißkanone dürfte ziemlich leer sein. Ja, und mein Darm ist offensichtlich auch leer. Kochst du einen Kaffee und lässt mir einen Moment Zeit? Auto gepackt für Wochenende. Wochenende? Ja, gestern Nacht, sie kommen betrunken spät und sagen, ich muss packen für Wochenende, das sie gebucht haben online. Dann sie haben mich gezwungen zu gucken Shoppingkanal über Wunderputzmittel und Messerset für 5 Stunden lang. Den Wochenendtrip hatte ich vergessen. Ist das was, was Sie immer noch tun wollen? Ich gern, wenn du auch willst. Ich will absolut, wollte nur wissen, ob du willst. Natürlich will ich. Ich meine, wir hatten jetzt 6 Abende zusammen. Es wäre schön, noch 3 mehr zu haben. Das sage ich auch, das ist das, was jeder Kerl will. Dieselbe Braut, wieder und 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 und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Und jede Frau will denselben Kerl, der immer fetter wird und fetter und fetter und fetter. Hör sofort damit auf. Das ist Family Guy. Die Witze machen hier nur die Männer. Weißt du was? Ich glaube, dieses Wochenende wird schön. Ja, hier gibt's ja nichts, was wir verpassen können. Joe, was zum Teufel ist hier los? Habt ihr das nicht mitbekommen? Heute ist die große Eröffnung des ersten Bauernmarktes auf der Spooner Street. Ein Bauernmarkt? Ja, hier ist jede Menge los. Für 50 Cent kann man ein Foto mit einem Farmerhut machen lassen. Farmerhut? Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ich finde es klasse, dass ihr Zeit füreinander habt.
Ziegenfleisch, hier bekommen Sie Ziegenfleisch. Cleveland sind das... Ja, ich habe das Verkaufsrecht für jeden Schwachsinn, an dem Peter sein Interesse verliert. Kennst du das noch? Zum Cleveland-Copter! Der Sturmbad verdeckt mir die Sicht! Oh! Guck mal, Kekse. Chocolate Chip? Haferrosine. Fuck! Ach, Abendessen war um 21.30 Uhr vorbei. Tja, die verpasste Ausfahrt hat uns wohl das Genick gebrochen. Oh, wie süß. Da wir keinen Fernseher haben, schalten Sie einfach auf Zweisamkeit. Haha. Haha, ja. Hör dir das an. Tut uns leid, wir haben kein WLAN, aber Ihre Ehe hat 4 Balken. Ist ja super. Oh, hier steht noch was. Na, waren die ersten 2 Karten nicht süß? Wir hoffen, Sie haben die als 3. gelesen. Da liegt ein benutztes Kondom im Kamin und der Kamin ist fake, also wird's wohl da bleiben. Glaubst du auch, dass die Spinnenvereinigung eine Rundmail geschrieben hat? Hey, kommt alle in dieses Hotel! Ich find's ein bisschen warm. Kannst du vielleicht den Ventilator anschalten? Der ist sicher stabil. Und, merkst du was? Ja. Merkst du noch irgendetwas anderes auf der Welt? Nur, dass eine handtellergroße Motte in der Bettlampe sitzt. Ich geh pennen, damit der Wir fahren nach Hause-Zeitpunkt schneller kommt. Was zum Henker? Ja, Hallöchen. Na, du bist aber ein süßer kleiner Kerl. Sag mir eins, was hältst du von Rose McGowan? Ja, da wird meiner auch immer klein und schrumpelig. Und Michelle Rodriguez? Ja, geht mir genauso, finde ich auch. Sie hat diese süße Kumpelnummer drauf, wo man sich denkt, man könnte mit ihr Pferde stehlen und dann später doch noch Würstchen verstecken spielen. Ich mag dich. Ich weiß, dass wir gute Freunde werden. Wir haben diese geheime Verbindung, die alle Glatzköpfe haben. Ich dachte schon, der geht nie. Ja, ich auch. Ah, ja. Oh, habt ihr zwei es gerade getan? Gut, wir sehen uns bald. Ciao. So, Leute, das war Lois. Sie ist in 10 Minuten hier. Wie hast du Mama aus dem Haus bekommen, damit wir dekorieren können? Ich habe eine sehr ausgeklügelte Attrappe eines Supermarkts aufgebaut. Oh mein Gott, kosten diese Gurken wirklich nur 39 Cent? Allerdings, Ma'am. Haha, das ist unglaublich. Was zum Teufel ist hier los? Und das hier sind meine Spielzeuge. Ein Feuerwehrauto, mein Slinky, meine Spaßknete. Spaßknete ist super, aber weißt du, was noch cooler ist? Ernste Knete. Oh, das wird ein Spaß. Hier steht, dass ich Krebs habe. Wir dachten, es wäre besser, wenn du es aus einem Polyvinylchloridei erfährst. Komm lieber runter, die Party fängt gleich an. Was ist das? Eine Schildkröte? Ja, Brian, die habe ich im Park gefunden. Ich nenne ihn Sheldon. Und stell dir vor, ich habe ihn heute mitgebracht und ganz zufällig ist das der Tag, an dem Rupert wieder ins Fitness geht. Er ist so durchschaubar. Rupert, was ist mit deinem Auge? Brian, hast du Rupert ein Auge rausgerissen? Warum sollte ich das tun? Vielleicht war es die Schildkröte. Unsinn. Sheldon ist eine gute Seele. Er tut niemandem was an. Komm, jetzt gehen wir runter. Lois ist gleich da. Tag. Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch, Lois. Das wäre nicht nötig gewesen. Man sollte immer feiern, wenn ein Zeitalter zu Ende geht. Achtung, hört mal alle her, ich habe was zu sagen. An meine liebste Lois zu ihrem Geburtstag. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Das Leben hat die Angewohnheit, Dinge zu verändern. Was einst ein paar beeindruckender, aufrechter Berggipfel war, hat sich in einen öden, verwüsteten Erdrutsch verwandelt, den es nach unten zieht. Was einst rosige, fleischige Blütenblätter waren, hat nun die Form eines aufgerissenen, zerfetzten Zigarettenendes angenommen, das ein Scherzbold hat explodieren lassen. Peter, das reicht. Lois, du bist nicht mehr das junge Fohlen, das ich einst kennenlernte, aber du bist immer noch mein zuverlässiges, altes Zugpferd, das jeden Tag den Pflug zieht und auf dem Bauernhof hilft und ab und zu willig die Gärte des Ehemanns genießt. Tja, mehr will ich nicht sagen. Ich liebe dich, mein Schatz. Und ich habe ein hübsches Geschenk für dich, das in Form einer Gartenbehandlung auf dich wartet, wenn ich besoffen genug bin. Auf Lois! Auf Lois! Lois! Mom? Mann, was hat die für ein Problem? Sie ist sowieso verunsichert wegen ihres Alters und dann hältst du diese furchtbare Rede. Ich kann sie verstehen. Niemand wird gern öffentlich bloßgestellt. Ich bin König Stewie. Ich regiere mit eiserner Faust. La 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 la. Seht mich an. Huhuhu. In mein Büro. Sofort.
Habt ihr eure Mutter gesehen? Sie ist gestern nicht ins Bett gekommen. Ich kann sie nirgends finden. Was zum Teufel? Hi, Bitches! OMG, hört auf, mich anzustarren, bitte. Okay, danke. Wahnsinn! Ich war noch nie in einem Restaurant, wo sie das Essen direkt vor einem zubereiten. Ugh, und nachher müssen wir so ein gestelltes, fröhliches Familienfoto machen, das in so einen kitschigen Rahmen von dem Restaurant gesteckt wird. Warum bist du die ganze Zeit so beschissen negativ? Ich weiß, was? Macht euch locker, Jungs. Amüsieren wir uns. Das letzte Mal saßen wir als Familie zusammen in der ersten Reihe beim Basketball. Er ist witzig, weil ich ihn schon in der anderen Sendung gesehen habe. Was bitte ist daran komisch? Er hat nicht mal einen Witz erzählt. Wenn er keinen Witz gemacht hat, warum hat er dann gelacht? Tja, sehr viel länger können wir nicht HBO gucken, ohne dass die was Homosexuelles senden. Gehen wir, Chris. Gott, das geht heutzutage als Comedy durch? Wo sind unsere ehrenwerten Humoristen? Und es geht los. Samuel Clemens, Mark Twain. Ist derselbe. Huck Finn. Gut, Kinder, eure Mom geht zu der Bäckerei mit den halb runtergelassenen Läden und ich in das Elektrogeschäft neben dem leeren Brunnen, in dem der ganze Müll rumliegt. Ich schlag vor, wir treffen uns hier wieder, wo das Schild von dem Schuhgeschäft runtergefallen ist. Es ist doch sowieso egal. Jedes Mal, wenn ich lernen will, kommt der böse Affe aus meinem Schrank und erschreckt mich. Ich weiß sogar noch das Datum. 31. Januar 1999. Na schön, folge mir, Brian. Stolper nicht über Ernie, er macht gerade einen Kernspin. Hätte eine Eule hier bei euch wohnen dürfen? Ich nehme an, in der Eulerei ist noch Platz, aber ganz sicher bin ich nicht. Das heißt also ja. Du wirst dich bei Dr. Who entschuldigen. Können wir umschalten? Ich habe keinen Bock mehr, alte Schiffe zu gucken. Das ist kein Fernseher, das ist ein Gemälde. Doch, Lois, das ist ein Fernseher. Da läuft die PBS-Serie Alte Schiffe. Gott, ich hasse PBS. Diese PBS-Sendung wurde ermöglicht durch großzügige Spenden der Arthur Vining Davis Stiftung und der John D. und Catherine. Mann, ist gar nicht Quagmires Art, sich zu verspäten. Ja. Alter, ich habe mich noch nie nur mit Joe unterhalten müssen. Das ist ja furchtbar. Komm schon, Joe, du verlierst ihn. Lass dir was einfallen, das ist deine Chance. Die Erde besteht zu 2/3 aus Wasser. Ja. Die Erde besteht zu 2/3 aus Wasser? Der Typ ist okay. Obwohl wir gerade erst angekommen sind und das hier nur ein einziger Gang ist, werfen wir einen Blick auf die Karte. Hier sind wir und da die Scharfschützen. Oh oh. Hier drin finden wir bestimmt was Schönes für dich. Hey, Lois, ist der Laden auch sicher für Männer? Ja, Peter, der Laden ist für alle. Wirklich? Das sieht irgendwie wie ein Kleid aus. Jetzt entspann dich. Komm einfach raus. Ha, blöde Schwulette! Hey, Lois, was soll dieses Schild? Peter, das haben wir doch alles besprochen. Ich kandidiere für die Schulbehörde. Du hörst mir aber auch nie zu. Na ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Hey, Cleveland, hey, Quagmire. Hey, Lois, was soll das Schild? Der Rektor von Chris' Schule hat gerade angerufen. Chris hat Probleme. Jetzt reicht's, ich ruf die Polizei. Das hat nicht funktioniert. Zeit für Plan B. Jungs, gehen wir in die Bar, saufen Bier und gucken Sport. Ein Spitzenclan. Kommst du, Joe? Ja, der Hammer, das wäre spitzenmäßig. Das ist nicht glaubwürdig. Hör zu, wir zahlen dir den ganzen Tag, aber du kannst gehen. Und ob ihr den ganzen verdammten Tag zahlt? Würdest du das mit mir machen? Aber sicher doch. Oh, Peter, das hört sich ehrlich gesagt irgendwie romantisch an. Ich wollte immer, dass wir beide zusammen an einem Projekt arbeiten. Oh, lass es uns tun. Ja, klasse. Und jetzt drehen wir den Fernseher richtig laut, damit uns die Kinder nicht beim Sex hören können. Oh, oh, Sex, Sex. Wie seltsam. Was? Mann, wir haben ganz schön viele Kleeblätter auf dem Rasen. Nein, 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 nein! Oh, hey, Cleveland. Achtung, Australien, ich komme! Sieh doch, Brian, Cleveland wohnt wieder bei uns gegenüber. Er ist vor längerer Zeit aus Quahog weggezogen, aber wir haben die Zeit erst vor kurzem umgekehrt. Kein Ding, ihr habt mich auch ertragen, dass ich meine Barfußphase hatte. Oh, es geht nichts über ein Bier mit den Kumpels, ha? Wird's dir was ausmachen, Schuhe anzuziehen? Du meinst Fußgefängnisse? Ja, würde es.
Die Typen in dem Alter interessieren sich nur dafür, wo sie ihr Ding reinstecken können. Ich will nicht, dass es Meg so ergeht wie meinem Schaumstofffußball im Flurschrank. Dad, hast du mir nicht gesagt, du wirst mir jeden Wunsch erfüllen? Dann wünsche ich mir das Date mit Michael. Ich finde, du übertreibst wirklich. Warum redest du nicht mal mit dem Mann? Vielleicht stellt sich raus, dass er gar nicht so übel ist. Na schön, aber mein Bauchgefühl irrt sich nie. Und jetzt sagt mein Bauchgefühl, ich habe... Magenprobleme. Mir, ich will deine Freundin sein. Was? Ich hätte dich nicht abweisen dürfen. Wir beide gehören zusammen. Ich bin verständlicherweise skeptisch, was deine neuen schlampe Zuneigung zu mir betrifft. Sag mal, hast du noch den Vertrag von unseren Vätern? Her damit. Willst du mit mir gehen? Kauf mir irgendwas! Okay, das sind die Regeln. Nicht unter die Gürtellinie, nicht an den Haaren ziehen, keine Schimpfwörter und keine Witze über unkonventionelle Paare, die keine Babys adoptieren. Denn wisst ihr was? Die kriegen sowieso keine guten Babys. Okay, viel Spaß beim Kampf. Ding, ding. Nur zu, Quagmire. Gib ihr das Baby. Das werde ich. Ich will... Oh. Hier. Sie wird doch ein gutes Zuhause bekommen. Oh ja. Irgendwo, wo sie sicher ist? Sie geben sie doch nicht zu Sandleuten, oder? Zu denen aus Star Wars? Nein. Aber wenn du nur eine Stunde mit so einer verbringst, wirst du dir die Kugel geben. Aber ich habe das nur getan, um dich glücklich zu machen. Du machst mich glücklich, Lois. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist lieb. Aber trotzdem bin ich nicht mehr, was ich mal war. Ich doch auch nicht. Ich war mal Löwenbändiger. Ich werde mich immer gern an die scharfe kleine Maus erinnern, die ich damals kennengelernt habe. Das da drüben ist unsere letzte Chance. Hey, Sie haben es gelernt. Das nenne ich professionell. Hättest du sowas schon früher gemacht, hätten wir diese Probleme nicht. Hey Lois, ich hab einen Witz für dich. Wie viele Verlierer brauche ich, die mir das Frühstück zubereiten? Nur ein, dich. War nur ein dummer Scherz. Ein French Toast, bitte. Spar dir deine Worte, Peter. Deine eigene Frau hast du beleidigt. Und weswegen? Nur um diesen verrückten Mr. Fargus wieder unterrichten zu lassen? Tut mir leid, dass dich Doug verlassen hat, Schatz. Das ist alles deine Schuld. Ich bin stolz auf dich, Liebling. Ich auch. Du bist für das eingetreten, woran du glaubst. Ich wäre gern dabei gewesen, um deine Rede zu hören. Könntest du mir eine kleine Kostprobe geben? Für die Rede von Lois schicken Sie eine SMS mit FemGuy 1. Wenn Sie wollen, dass Mac von Ihrem Tag erzählt, eine SMS mit FemGuy 2. Für den ersten Satz von Cleveland in dieser Episode eine SMS mit FemGuy 3. Aber Brian wurde nie aggressiv. Peter! Okay. Es geht darum, dass er zunächst mal ein Mitglied unserer Familie ist und dann erst ein Hund. Und... Es tut mir aufrichtig leid, dass ich das vergessen habe. Manchmal brauchen wir alle eine zweite Chance. Und manchmal sollten wir auch allen anderen vergeben. Ich habe $10 aus Max Zimmer geklaut. Und ich $10 aus Mams Handtasche. Und ich fälsche $10-Noten schon seit vielen Jahren. Nein. Lass ihn laufen. Hallo Chris, was hast du in der Naturkundeprüfung? Ich hab eine 5. Eine 5? Das ist fantastisch. War ein Witz, ich weiß, dass das scheiße ist. Komm her, du liebenswerter Idiot. Schon wieder eine 5? Tut mir leid, aber Naturkunde ist so schwer. Vielleicht brauchst du nur ein bisschen Hilfe. Dad, hilfst du mir bei den Hausaufgaben? Das hört sich mieser an als ein Besuch in einem heruntergekommenen Einkaufszentrum. Oh, Brian, dein Fell ist so kuschelweich. Oh, deine Ohren. Oh, deine Ohren sind wie Hundeohren. Oh, diese Couch. Oh, Stewie, dein Kopf ist so weich. Wie machst du das nur? Wie machst du das nur? Meg, was ist denn los? Elis Vater Ezekiel hat gesagt, dass ich ihn nicht mehr sehen darf. Er hat gesagt,
gesagt, ich würde versuchen, ihn zu verderben. Ach, hat er das, ja? Also mir reicht's. Wir werden diesem Kaff jetzt zeigen, wie man tanzt. Oh, Mac, das tut mir so leid. Ich würde ja versuchen, mit Elis Vater zu sprechen, aber ich weiß nicht, ob es mir zusteht. Er würde dir sowieso nicht zuhören. Du bist eine Frau. Stewie, was machst du da? Hä? Oh, Brian, oh, da bist du ja. Ich hab am ganzen Tisch nach dir gesucht. Weißt du, ich muss dir sagen, dieses Zeug, das du mir gestern gegeben hast, hat mir das Leben gerettet. Ich bin umgekippt wie ein nasser Sack. Und weißt du, normalerweise wache ich 5 oder 6 Mal auf, um zu schreien oder rumzukacken. Aber weißt du was, ich hab glatt durchgeschlafen. Ich hab dir gesagt, da ist Alkohol drin. Also Griffin, kein Wort über das, was du hier gesehen hast. Aber wie können sie eine Affäre haben? Was ist mit Babs? Das geht dich nichts an. Du hast nichts gesehen. Vergiss das nicht, sonst mache ich dich fertig. Okay, versprochen. Ich bin so verschwiegen wie eine Kirchenmaus. Billy, ich wollte heute Abend im Pfarrhaus eine kleine Party machen. Magst du vielleicht Messwein und Muscle Crow Filme? Oh Mann, total. Darf meine Schwester auch kommen? Die würde alles kaputt machen. Hast du das jemals versucht? Base Jumping? Mehr oder weniger, ja. Bin mal von einem Regal gesprungen. Mit einem Handtuch um meinen Hals wie ein Cape. Das ist in einem Ikea gewesen. Ich bin auf einem Pappcomputer gelandet. Wir beide sollten das unbedingt mal machen. Nein, ich darf da nicht wieder hin. Mein Foto hängt an der Tür. Hey, der ist wirklich hier. Was zum Teufel wollt ihr hier? Wir kommen gerade vom Münzautomaten und haben dein Auto draußen gesehen. Ich danke euch, dass ihr euch für diese Ausbildungslektion freiwillig gemeldet habt. Wir lernen jetzt, wie wir mit irren Drogensüchtigen umgehen. Hey, Joe, was sollen wir hier drin machen? Der Kaffee, den ihr gerade trinkt. Ich habe ohne euer Wissen... In einem der Kaffeebecher eine große Menge Angel Dust beigemischt. Ich sag nicht welchem, aber in ein paar Sekunden wird einer von euch Jungs so richtig brutal abdrehen. Viel Glück! Was zum Teufel soll der Schwachsinn? Lois, du verlässt dieses Zimmer erst wieder, wenn du mit diesem Model-Unsinn aufhörst. Das könnt ihr euch abschminken. Könnt ihr nicht verstehen, dass ich mir nur einen Traum erfüllen möchte? Oh Mann, Carter, was machen wir da nur? Ich meine, wenn Lois Model sein möchte, dann haben wir nicht das Recht, sie aufzuhalten. Meinst du das wirklich ernst, Peter? Aber selbstverständlich, ich will doch nur, dass du glücklich bist. Geil, gleich geht der Kampf los. Gleich gibt's aufs Maul, Drago. Und Balboa ist K.O. Drago gewinnt. Was zum Teufel? Leg mich am Arsch.
Diese Ruski-Schweine haben den Film abgeändert, damit Drago gewinnt. Ja, Rocky steht auf. Er steht nicht nur nicht auf, sondern hat ein Schild, auf dem steht: Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Nun ja, die Idee ist nicht ganz unlogisch, aber wir werden diese Aggression nicht dulden. Komm, mein Sohn, bilden wir ein tödliches Kommando und zeigen's denen. Weißt schon, in tödliches Kommando ging's doch um Kriegshelden oder so. Meine Freunde und ich fanden den Film voll unrealistisch. Aber warte mal, ich bin sicher, dass der Film erst rausgekommen ist, als du schon im Koma lagst. Stimmt, nein, ich habe einen anderen Film gemeint. Spielen wir Football! Ja, spielen wir Football. Gott, ich liebe diese Jahreszeit. Die schönen Farben des Herbstes sind vergangen, aber das Winterwasser ist noch nicht eingekehrt. Nur braun und grau. Einfach magisch. Alles klar, legen wir los. Also hört zu, ich bin der Kapitän. Die Mannschaften werden ausgelost, indem wir... Darf ich in deinem Team sein? Ja, ich auch. Ja, gern. Ich nehme Mac. Tja, es geht los. Weißt du, Kumpel, es wird mir fehlen, einen Hund zu haben. Hey, wie wär's? Willst du ein letztes Mal mein Hund sein, hä? Klar, Peter, wenn du das willst. Hey, was ist das? Was ist das? Was ist das? Chirurgiebesteck. Wem gehört das? Wem gehört das? Dem Krankenhaus, nehme ich an. Wofür ist das, hä? Wofür ist das? Um mich aufzuschneiden, meine Organe zu ernten und mich zu töten. Holst du es dir? Willst du es dir holen? Nein, ich glaube, die Ärzte brauchen es. Können wir liegen bleiben? Da steht nicht, wer der Autor ist, Brian, aber das bezweifle ich dann doch sehr. Stu, ich bin dir sehr dankbar für alles, was du tust. Ich meine, mit fast allem bin ich sehr zufrieden. Oh, du fast? Oh, na ja, nicht der Rede wert. Das sind nur Kleinigkeiten, ehrlich. Oh mein Gott, du bist klasse. Es ist der Wahnsinn, was du alles machst. Tja, schön. Kann ich Ihnen helfen? Wir checken ein, Brian Griffin. Weiß nicht, vielleicht sollten wir was tun, um unsere Freiheit wiederzubekommen. Einen Roadtrip machen, nach Abenteuern suchen. Quagmire, das ist eine super Idee. Machen wir einen Roadtrip. Wer ist dabei? Nein, nicht du, Seamus. Ah, Kacke. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich die Familie so kurz vor Thanksgiving im Stich lasse. Ich meine, wenn ich nicht da bin, wer wird den Truthahn aufschneiden? Ich weiß nicht, wie das geht. Wieder sehr viele Perverse unterwegs heute. Oh, und ich habe deinen Angeber-Rauchmelder mitgenommen. Mein Gott, er hat das Rückkehrmodul. Brian, wir müssen auf dieses Schiff. An alle Passagiere, der Karaoke-Wettbewerb beginnt in 5 Minuten. Okay, jetzt müssen wir wirklich auf dieses Schiff. Verdammt, ich bin am Ende. Ich verliere mein Haus, mein Boot, einfach alles. Wie soll ich bis morgen $50,000 auftreiben? Du könntest dich an 1000 fette Weiber verkaufen für $50 pro Stück. Oder 50 echt fette Weiber für $1,000 pro Stück. Was ist? Seht mich bitte nicht so an. Fette Weiber brauchen auch Liebe. Doch sie müssen dafür zahlen. Puh, was ist denn das? Seewasser auf Bestellung des Gentleman dort drüben. Peter, merk dir das für später. Ich würde dir zu Hause gerne erläutern, was an dieser Aussage alles falsch ist. Aber jetzt zu dir, Mac. Es ist an der Zeit, loszulassen. Aber Mom, ich liebe ihn doch. Schatz, du bist nur etwas durcheinander. Ich bin nicht durcheinander. Ich bin mir bei keiner Sache jemals so sicher gewesen. Ich brauche ihn. Mac, ich weiß, dass du gerade so empfindest, aber du... Ach Gott, ich wünschte, ich könnte es dir erklären. Du weißt noch nicht, was du brauchst. Was soll das denn alles? Ich versuche mich vor all den Krankheiten zu schützen, gegen die ich nicht geimpft bin. Apropos, weißt du eigentlich, wie viele Keime du regelmäßig in dieses Haus reinschleppst? Von nun an verlange ich, dass du diese Schuhe trägst, während du im Haus bist. Wo hast du die her? Zieh sie an und leck dir die Lippen! Stu, ich glaube, du übertreibst etwas. Hygiene ist die Aufgabe eines jeden Brian. Zum Beispiel habe ich Chris bereits in Folie gewickelt. Ich bin ein Tankstellen-Sandwich. Welche schwarze Magie ist hier am Werk? Brian, weißt du was? Ich habe James Woods seinen Roman zu lesen gegeben. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Er hat ihm gefallen? Er will ihn kaufen und einen Film draus machen. Wirklich? Nein, er fand ihn total beschissen. Oh. Hör zu, ich brauche deine Hilfe. Lauf ins Haus und hol mir eine Schere. Nein. Warum nicht? Weil ich mir Two Girls, One Cup ansehen musste. Heißt das, Sie geben mir wirklich ein Darlehen? Selbstverständlich. Sehen Sie, Mr. Griffin, was uns von anderen Banken unterscheidet, ist, dass die nur Banken sind. Haben Sie irgendwelche Sicherheiten? Ich hab 3 Kinder. Die nehmen wir. War nur ein Scherz. Vielleicht aber auch nicht. Unterschreiben Sie. Hier bitte. Viel Glück.
Und was hätten Sie gern auf der Hüfte? Ein Totenschädel. Und weil wir eine Familie haben. Das bedeutet Verantwortung und Treue. Hört sich voll unspaßig an. Wenn du das wirklich denkst, dann haben wir keine Familie mehr. Schön, dass du das gesagt hast. Aber das ist mein Haus und ich gehe nirgendwo hin. Das musst du auch nicht. Ich werde gehen und die Kinder werde ich mitnehmen. Eine schöne Halskette hast du da, Tiffany. Dankeschön. War das die Gage von California High School? Ich gestehe, ich bin ein Verbrecher. Vor ein paar Tagen habe ich einen Mord begangen. Dann habe ich die Leiche begraben und die Beweise verschwinden lassen. Oh mein Gott! Du klagst dich eines sehr schweren Vergehens an. Ich weiß. Deswegen rechne ich damit, dass du mich verhaftest und ins Gefängnis bringst, wo ich hingehöre. Wenn ihr mich fragt, ist Twitter der perfekte Ort für den Kerl, weil er eine Pfeife ist. Aber nach einem rassistischen Tweet wurde Brian in ganz Cohort geächtet. Das zwang die Familie zu der schweren Entscheidung, ihn in ein beschissenes Apartment am anderen Ende der Stadt zu verbannen. Brian, die Familie hat gesprochen. Sie sind der einzige Mann in Amerika, der gut in Sandalen und Cargo-Shorts aussieht. Viel Glück euch allen. Werd euch vermissen. Oh. Wie konnte das passieren? Ich dachte, du und Taylor habt euch so gut verstanden. Haben wir auch. Ich durfte sogar den Teil ihres Körpers berühren, wo bei anderen der Hintern ist. Lies mal diese Kommentare. Die hassen dich alle, Chris. Sie hat recht. Guck mal, du bist schon ein Meme. Oh Mann, Chris, dieser Computer sagt mir, dass du voll geswiftet worden bist. Warum macht sie nur so etwas? Weil Taylor Swift dafür bekannt ist. Sie hat eine Beziehung mit einem Typen, versaut sie und schreibt wütende Songs darüber. Ich wünschte, ich könnte mit ihr reden. Das können wir doch. Sie hat ein Haus in Rhode Island. Wir können heute fahren. Oh mein Gott, wir können heute fahren. Ich habe noch nichts im Kalender stehen. Ihr könnt ja nicht einfach auftauchen. Wieso? Wir haben schon verrücktere Dinge gemacht, als wir diesen Tweet abgesetzt haben. Hey, ich bin dein gewalttätiger Dad und ich hab den ganzen Tag aus diesem Krug getrunken. Oh mein Gott, ist das ein Krug voller Pornos? Hey, Witwe Douglas, ich will bei meinem Dad leben. Halt den Schnabel! Komm mit, ich brauch deine Pisse. Ich hab morgen früh eine Wagenfahrprüfung. Wo ist dein Geld? Hab Sand gekauft. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich bitte Sie, Sir, meine Frau trägt ein Kind im Leib und wird es bald gebären. Ich trage einen Burrito im Bauch und werde dasselbe tun. Raus jetzt! Meine Frau erwartet mich um VIII Uhr zum Essen. Tja, wir hatten vorhin schon so einen Zahlenjoke. Aber ihrer ist besser, wir hätten auf ihren warten sollen. Haha, sehr witzig, Stewie. Was? Du hast meinen Jack Daniels durch abgekochte Cola Light ersetzt. Hab ich nicht? Und das fällt dir um 8.20 Uhr am Morgen auf? Was ist aus deinem Leben geworden? Müssen wir reden? Lass meinen Alk in Ruhe! Ich war's nicht, Brian. Wenn du's nicht warst, wer dann? In letzter Zeit passiert dir viel Merkwürdiges. Gestern hat jemand Peter den Arsch angezündet. La 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 la, alles ist normal. La 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 la. Verdammt, Peter! Du meinst Pietro! Den italienischen Gesetzen nach muss ich mich nun leidenschaftlich selbst küssen. Peter, geht's dir gut? Blöde Frage, mir geht's toll. Ich hüpfe durch Italien, ich bin ein kleiner Ball. Ich bin winzig klein und pass rein überall. Und nun die nächste Szene. Stellt euch mal vor, wie die beiden es treiben. Ein riesiger Armani-Anzug und eine riesige Billigwindjacke bilden ein hässliches, riesiges Knäuel auf dem Fußboden. Hör zu, die haben damit angefangen und du hast die Chance, es zu beenden. Ich glaube, du hast recht, Brian. Am nächsten Tag zieht sich Limbaugh eine Detroit Tigers Baseballmütze hinten raus. Halt die Klappe! So, das ist ein schräges Bild. So wie der Commissioner damals Batman mitgeteilt hat, dass er auf dem Klo war. Bäh, das will ich doch gar nicht. Ja, ist gut, Schatz. Oh mein Gott, das war knapp. Ja, aber überleg doch mal, solange er dich für unser neues Haustier hält, können wir hinter seinem Rücken Schweinereien machen. Ha, nicht schlecht. Das ist noch ein besserer Schwindel als der Greifautomat in der Spielhalle.